Na gut, ein wirklicher See kann es ja auch nicht sein. Nee, das ist einfach nur ein Blub. Einfach nur Lava-Blub. Bla, blub, Lava-Blub. So. What was that? Den Rotstein nehmen wir dann noch mit. So eine Menge. So. Oh, ich bin Rotstein voll. Das ist aber nicht so gut. Naja. Kann ich irgendwas wegschmeißen, was total uninteressant ist, so wie sowas? Kann ich. Mache ich hier noch ein Fägelchen hin? Ah, Fägelchen. Ach, schaut an. Sind wir ja wieder hier, dann können wir das doch noch mitnehmen. Müssen wir es nicht ganz so traurig hier liegen lassen. Und dann machen wir uns auf den Rückweg, denn unsere Zeit unter Tage ist erstmal vorbei. Ich denke, wir waren jetzt lang genug unter Tage. Man soll sowas auch nicht wie heißt das, den Bogen sollte man nicht überspannen. So sagt, der Minecraft-Philosoph. Noch irgendwas, was ich wegschmeißen kann? Pfeile? Pfeile brauche ich nicht. Ich bin nicht so der Bogenschütze. Der Bogenüberspanner. Was ist das denn? Oh? Was war das? Ein Licht am Horizont? Wo keines sein sollte? Das war wahrscheinlich dieser Multicore-Bug, der uns da einfach mal Zeugs gezeigt hat. So, wir hätten hier nochmal fünf hiervon. Das Gold packen wir dann da rein. Den Redstone packen wir hier drauf. Da müssen wir, glaube ich, mehrmals laufen, wie ich das hier einschätze. Redstone können wir aber erstmal da lassen. Mir ist wichtiger, dass die Diamanten in Sicherheit kommen. Und ja. Das Eisen, das kann ja erstmal fertig kochen. Währenddessen hüpfen wir elegant gegen dem Tageslicht entgegen. Weil, wie ihr da seht, da ist es hell. Das bedeutet, dass Tag ist. Hübbeli, 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 hübbeli. Ding dong. Ja, seht ihr, es ist Tag. Das heißt, wir hüpfen. Ein böses Schaf spawnt in unserer Nachbarschaft. Gehen Sie weg, ich mag Sie nicht. Ja, lach mich nur aus. Wenn ich gleich mit der Schere komme, lachst du nicht mehr. So. Juwelierski. Da hatten wir unsere Smaragde, da hatten wir unseren Rotstein. Und hier hatten wir, den haben wir aber nicht. Und wo habe ich denn meine anderen? Ah, da. 43 Diamanten haben wir in unserer Laufbahn hier schon gesammelt. I really like that. Bringen wir jetzt nochmal unsere Steinchen hier weg. Immer diese Schleichwege, diese inoffiziellen Schleichwege. So, Steine in die Steinkiste. Pflasterstein, 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 Pflasterstein. So, wieder hoch. Und den Rest geholt. Wir machen das jetzt hier ja ordentlich. Erstmal essen wir was. Böses Schaf, böses Schaf, böses Schaf.
Obwohl. Was sagt denn hier unser Inventar? Wir können ja mal unsere coole Kohle hier hinbringen. Dafür ist ja unser Dings hier da. Oh, mehr coole Kohle haben wir ja gar nicht. Ja gut. Die ist bestimmt alles noch unten. Hopp. Und hobbeldi, 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 hobbeldi. Seht ihr, geht schon gleich viel schneller, wenn man nicht dauernd mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Ist auch ein Tipp, den ich euch so fürs Leben gebe. Ihr kommt weiter voran, besser voran, schneller voran, wenn ihr mit dem Kopf nicht gegen die Wand rennt. Einfach mal in den Alltag mit integrieren, diese Weisheit. Ist nicht das Verkehrteste. So, damit wären wir hier schon wieder voll. Die Kohle nehmen wir noch mit. Ich überlege, unsere Glücksspitzhacke lassen wir mal hier unten. Denn ich denke, dass wir sie hier unten eher brauchen werden als, oben. Hübbeli, 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 hüb. Ding dong. Hüp, 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 hüp. Hüp. Ist auch alles nur leicht auseinandergezogen. Aber ich habe mir ja vorgenommen, ein bisschen mehr Ordnung in meinen Kisten zu halten. Und deswegen lässt sich das jetzt gerade nicht umgehen. Hopp. Tür zu. Moonwalk-mäßig haue ich mich hier in das Gebäude. So. Als nächstes müsste ich dann wieder in die Juwelierski-Geschäftski. Guten Tag. Wo kommen Sie denn hin? Es ist mitten am Tag. Crazy Creeper, sag ich nur. Ich muss doch hier hin. Crazy Creeper in the house. Hier haben wir unsere... Nein, unsere Redstone-Kiste ist das. Da oben haben wir noch immer noch das. Da haben wir das. Ich glaube, das Gold und das Eisen bringen wir zum Schmied. Und dann können wir uns auf die Suche nach einem coolen Ort für unsere Schule machen. Ich würde fast sagen, dass das Klügste ist, wenn wir die Schule in der Nähe von unserem Wohngebiet oben machen. Denn unsere Dorfbewohner trauen sich ja nicht unbedingt weit raus. Eisen? Wo ist unser Gold? Wir haben, glaube ich, gar kein Gold. So, was habe ich noch in der Tasche? Kohle. Kohle. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen, wo wir hier eine Schule hinpflanzen können. Hier ist es nicht zu dunkel, oder? Nein. Im Gegenteil, hier ist es schön. Hopp, 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 hopp. Ja, da guckt er doof. Wenn ich euch verpaare, dann bekommt ihr ein graues Schäfchen. Darauf lasse ich es mal ankommen. Ich möchte ein graues Schäfchen haben. Ein kleines graues Schäfchen. Ich möchte jetzt sofort ein kleines graues Schäfchen haben. Graues Schäfchen, graues Schäfchen, graues Schäfchen. Hallo ihr zwei. Mach du mal Liebe mit, du. Graues Babyschaf. Na, ist das süß. Ja, kleines süßes graues Babyschaf. So, daraus mache ich mir jetzt ein Brot. Schmieren wir uns ein Brot und essen es komplett auf. So. Guten Tag, nicht arbeitende Bevölkerung. Weil ich ja alles alleine mache. Nein, ich möchte keine Uhr von dir kaufen. Es
Jetzt ist es aber sehr nett, dass du an mich gedacht hast. Was haltet ihr, wenn wir davon, wenn wir diesen Berg hier abtragen? Also so irgendwie, hier so, so. Ich muss mal gerade schauen, wie das hier mit der Treppe funktionieren würde. Und ja, es kommt sich nicht in die Quere. Wenn wir diesen Berg hier abtragen und die Schule hier hinten bauen. Oder ist das zu klein? Ich glaube, das ist ein bisschen klein, ne? Wenn wir schon eine große Schule haben wollen. Hi, Opi. La 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 la. Oder hier hin? Ich glaube, hier wäre cooler für eine Schule. Könnten die Kinder sich auch mal Babyschaf angucken. Ich glaube, hier machen wir die Schule hin. Dann ist es in der Nähe davon. Ja, das passt schon so. Müsste ich diesen Weg einfach hier so lang weiterführen. Und mache dann hier die Schule hin. Okay, das heißt, ich brauche jetzt eine Schaufel. Hab ich gerade... ich mache die mir jetzt erstmal aus Holz. Ich brauche ja gar nicht unbedingt irgendwie so eine geile Mega-Schaufel. Ich weiß nicht, wie lange diese Holzschaufeln halten. Bin ich jetzt gerade auch ein bisschen überfragt, sehe ich dann ja. Wer wird denn gleich im Boden vor Scham versinken? Ich muss ja nur ein bisschen Erde hier abtragen. Ach ja, doch. Das sollte eigentlich doch schon halten hier. Zumindest für unsere Zwecke. Ich guck mal gerade, wie viel. 131. Also die hat jetzt 131. Oh. Ah, okay. Die hat 50. Naja, gut. Das passt schon. Das ist ja nur für hier ein bisschen Erde weghauen. Und das Holz war ja sowieso irgendwie gratis. Von daher... Oh, die Sonne geht unter. Sollten wir gleich vielleicht mal schlafen gehen? Das Kätzchen einfach auf F9 gedrückt. Was bedeutet, dass die Aufnahme gestoppt ist. Uncool. Total uncool, Katze. Uncool wäre es ebenfalls hier reinzufallen. Deswegen tun wir es auch einfach nicht. Ach, Katzen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Dorfbewohner sich hier das Genick brechen. Da hätte ich ganz persönlich was gegen. Okay, hier ist nichts mehr. Irgendjemand muss ja hier Steuern zahlen und so Kram. So. Mal hier noch etwas Licht hin. Ach, ich muss übrigens noch hinten eine Fackel hinmachen. Da hatte ich das nämlich nicht richtig gemacht. Hier hinten. Das muss ich noch ausleuchten. Wir hatten hier doch so eine Zombie-Apokalypse. So, wieder zurück. Das hatte ich nämlich gesehen in einer Folge, dass ich das falsch ausgeleuchtet hatte. Und bevor das jetzt nochmal passiert, mache ich das schnell, wenn ich gerade eh in der Nähe bin. Katzen, ihr könnt knuddeln, aber euch nicht streiten. Jedenfalls nicht direkt hier neben der Tastatur. So.
Muss ich gleich mal schauen, wie hoch ich die Schule mache. Dam, die dam, die dam, die dam. It's so boring. To klopp Erde. Ich belästige euch von, also wir, ich, doch, ich belästige euch mit unglaublich vielen langweiligen Arbeiten hier, ne? Vom Regen in die Traufe kommt ihr hier bei mir. Aber so ist das, wenn man langweilige Arbeiten und keine Offscreen-Arbeit mehr haben will. So ein Dorf wächst ja auch nicht von alleine. Das muss man jetzt auch einfach mal dazu sagen. Bläumchen. Gut. Mäh, du bist so süß, kleines Schaf. Ich möchte dich knuddeln und wuddeln, bis dir die Luft wegbleibt. So. Wie wir das hier mit den Blättern machen, überlege ich gerade. Blätter wegmachen oder so bauen, dass es vor den Blättern steht, so wie hier. That's the question. I'm asking. Ich würde sagen, also der Platz hier sollte auf jeden Fall schon mal reichen. Aber das werde ich vielleicht ein bisschen entfernen. Aber die hier können bleiben. Ich hüpfe hier mal hoch. Ich habe ja zum Glück eine Axt in der Tasche. Das sind ja alles nur Blätter. Dann ist das Problem... Na, da ist noch ein Ast. Kann ich ja wegmachen. Dann ist das Problem hier ja halb so wild. Nicht streiten, Katzen. So, da. Hopp, hopp, hopp. Okay. Wir wollen hier unsere Stadtmauer auch nicht zu sehr in Mitleidenschaft ziehen. Aber eben nur so, dass wir nach oben hier genug Platz zum Bauen haben. Ich schaue gerade mal. Ja, es könnte theoretisch noch weg. Aber wenn uns das stört, dann können wir das später noch beim Bauen wegmachen. Na, bist du schon... Oh, du bist ja schon groß. Du bist schon ein richtiges großes Schaf. So. Dann holen wir jetzt gleich mal Steine und sollten vielleicht hier auch mal abstecken, von wo bis wo das gehen darf. Ich würde sagen, wir machen hier das direkt angrenzend. Und gehen hier mal quasi bis... Ja, was haltet ihr, wenn wir das bis hierhin direkt machen? Wäre ja eigentlich nicht so schlecht. Also hier auch so. Ja. Aber den gerade mal weg, den gerade mal weg. Den auch mal weg. Könnte hier der Weg weitergehen. Und wir hätten ein relativ großes Gebäude. Ja. Jojo, jojo, so machen wir das. Huch. So machen wir das. Dann müssen wir wieder da hinten hin zu unserem Häuschen. Wobei, da können wir jetzt diesmal auch unten reingehen. Ups. Und düsen die Treppe hoch. Und düsen noch eine Treppe hoch. Und besorgen uns hier mal ein paar Steine. Ich überlege gerade, sollen wir die Steine nehmen oder haben wir hier noch gebrannte irgendwo? Nehmen wir jetzt einfach mal die hier. Machen wir hier Erde rein. Weil wir zufällig gerade ein bisschen Erde auf der Tasche haben. Nehmen unser Inventar mit Steinen voll. Ach ne, hier geht's ja gar nicht raus. Hier geht's raus. Und hüpfen wieder zurück.